Die Corona-Krise stellt neben vielen anderen Lebensbereichen auch unsere heimische Wirtschaft vor eine nie gekannte Herausforderung. In Zeiten wie diesen ist alles nicht mehr so, wie es einmal war. Am Anfang sagt man ja, wie kann man es bewältigen, wie wird es mit der Förderung, also der Unterstützung sein. Klar, für jeden kann es nicht gleich sein, das ist einmal das. Aber wir sitzen alle im selben Boot. So kann man es sagen und zusammenhalten, das glaube ich ist das Wichtigste. Und in Neumarkt hält man in dieser schwierigen Zeit fest zusammen. Vor allem wird nicht der Kopf in den Sand gesteckt, sondern zum Beispiel das Geschäftsmodell verändert. Einfallsreichtum, der gut tut. Ja, wir haben das erste Mal das Geschäft natürlich schließen müssen, haben wir mal überlegt, was wir machen. Wir haben dann das Glück gehabt, dass wir die Werkstatt ja offen halten dürfen haben. Und einen Vertriebsweg haben wir dann mit einem neuen Online-Shop gefunden, der was auch sehr gut angenommen worden ist und für das sind wir sehr dankbar. Dann habe ich das Bier ins Auto gerammt und bin halt einmal zu den Leuten hingefahren und einfach auf gut Glück. Und ja, die haben sich dann eigentlich alle recht gefreut. Somit nehme ich das jetzt mit, dass ich Hauszustellungen mache. Nächste Woche geht der Online-Shop ins Netz und ich liefere frei Haus. Man muss mit der Situation umgehen und ich hoffe, es wird besser. Wir haben jetzt ein Schreiben ausgeschickt, dass wir wieder da sind und wir geben jetzt 20% Corona-Rabatt. Dass man sich vielleicht breiter aufstellt, dass man seinen Service auch ein wenig anders gestaltet, sage ich mal, Lieferungen zum Endkunden anbietet, den Schritt online wagt, sage ich mal, für unser Sortiment, dass wir einen Online-Shop anbieten. Und wir haben gesagt, wir werden einfach in die Richtung zusätzlich gehen, sage ich mal, dass wir den Kunden den Service anbieten. Service und Gutes aus der Küche. Ja, das gibt's in Kürze auch wieder in der Gastronomie. Sagen Sie, was wir wissen, wir dürfen am 15. Mai wieder aufsperren, haben Öffnungszeiten bis 23 Uhr voraussichtlich. Und ja, dann sieht man weiter, wie sie sich weiterentwickelt. Wir haben momentan das Gewerbe ruhend gestellt bis 15. Mai, weil für uns der Lieferservice wir nur zu kurz offen haben, erst seit 1. Februar. Das noch nicht ganz alles so gut aufgebaut haben. Durch das haben wir sich entschlossen, ganz zuzumachen und dann nochmal neu durchzustarten. Man sieht, jede Krise birgt auch Hoffnung. Die Zwangspause hinnehmen und im Selbstmitleid versinken, nicht in Neumarkt, denn da blickt man positiv in die Zukunft. Hoffen wir, dass es schnell vorbei ist, hoffen wir, dass es nicht wiederkommt. Das ist natürlich für die ganze Wirtschaft schon Katastrophe, muss man schon sagen. Man ist auch bei uns, wir haben nicht nur einen Handel, wir haben die Installation auch dabei. Aber im Großen und Ganzen sage ich, es wird wieder.